you are cleared to engage hostiles by the barricade. 5-3, this is 2-1, solid copy on all. Guns, guns, guns. Roger that, rolling in. Servus Leute, hallo, ich bin's Marsixi, ganz genau, und willkommen zu einem neuen kommentierten Gameplay. Erstmal, bevor das richtige Gameplay kommt, einen kleinen Clip oder Durchgang, wo ich allerdings auch mit dem Einsatzschild spiele, denn im Nachhinein wird ja die Einsatzschild-New kommen, wo ich als Commentary-Thema über die allgemeinen Tipps und Tricks, wenn ihr mit dem Einsatzschild spielt, vielleicht auch in Kombination mit dem Wurfmesser, dazu noch, wenn ihr euch vielleicht irgendwann mal sogar entscheidet, mit dem Einsatzschild auf die Nuke zu gehen, was natürlich in meinen Augen zumindest nichts empfehlenswert ist, aber wenn man Spaß hat, wenn einem mal langweilig ist, vor allem in dieser, ja, toten Phase, bis die neuen Spiele rauskommen, kann man immer mal wieder neue Sachen ausprobieren, sich vom anderen Ufer begeistern lassen. Nee, im Ernst. Und ja, ihr seht, hier mit dem Einsatzschild knall ich jeden Einzelnen weg, ich werde sie nicht mal stunnen, und auch wenn die Gegner ziemlich schlecht sind, in meinen Augen hat es schon ziemlich Spaß gemacht und ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich toll, weil ich habe sogar auf die Schild-Nuke gespielt oder in dem Fall jetzt auf die Wurfmesser-Nuke. Von daher, wenn das Ganze geklappt hätte, wäre es dann doch ja ziemlich sehenswert gewesen, aber was gleich am Ende passieren wird, das ist einfach nur so scheiße. Oh, das hat mich so aufgeregt und der Tod ist einfach nur mysteriös. Ich habe echt keine Ahnung, es gibt keinen Beweis dazu, wie das Ganze überhaupt passiert ist. Naja, hier, bam, ich habe den Harrier. Jetzt hätte ich mich natürlich einfach nur im Busch verkriechen können und auf meinen Chopper warten können. Aber leider erwischt mich hier noch der nächste Kollege, er sieht mich. Aber nichtsdestotrotz knall ich den hier auch noch mit dem Wurfmesser weg. Bam, und hier kommt langsam aber sicher dieser komische Fail. Und ganz ehrlich, wenn MW2 nicht so alt gewesen wäre, wäre ich schon längst zu Infinity Ward gerannt und hätte mich erstmal der aufs Derbste beschwert. Hier sieht man, der mit der Javelin, bam, Wurfmesser, und was passiert? Ich sterbe? Was ist da passiert, Leute? Ey, was ist da passiert? Der Typ explodiert einfach. Ey, könnt ihr mir das erklären, bitte, Leute? Ich habe echt keine Ahnung, was passiert ist. Das hat mich wirklich so aufgeregt. Ich bin immer noch total angepisst. Und gleich darauf folgt ein Rage Quit. Aber nichtsdestotrotz, hier ist das zweite Gameplay. Ein Frei für alle auf Wasteland. Mit dem Einsatzschild natürlich. Und auch wenn bekannterweise die Distanzen auf Wasteland ziemlich groß sind, habe ich es mit ein paar Tricks und auch viel Glück geschafft, die Schild-Nuke zu erlangen. Wobei man auch zugeben muss, wenn man erstmal den Harrier auf Wasteland hat, ist die ganze Geschichte gar nicht mal so schwer, denn der Air Support auf Wasteland ist ja allen bestimmt bekannt, dass der ziemlich klasse ist. Wenn man den Harrier hat, geht das ganze Teil ab wie Schnitzel, er knallt einen nach den anderen ab und dann hat man den Chopper und dann wird einfach gemütlich rumgechoppert, sodass im Großen und Ganzen das Ganze kein Problem ist. Nun gut, beginnen wir erstmal und reden über die ganzen allgemeinen Dinge, wie ich auf die Schild-Nuke gehe. Erstmal die ganzen Perks und so müssten jedem eigentlich klar sein, aber ich erwähne das Ganze nochmal, und zwar als Perks Marathon Pro, Leichtgewicht Pro und Kommando Pro. Marathon Pro müsste eigentlich jedem klar sein und Leichtgewicht Pro, damit man einfach schnell agil ist, um schnell in den Nahkampf der Gegner zu kommen. Dazu Kommando Pro, damit man einfach besser seine Nahkampfschläge ausüben kann, denn ich stelle es mir immer so vor, das ganze Einsatzschild ist ungefähr ein Magnet und man wird immer praktisch an den Gegner hier herangezogen. Und genau hier habt ihr auch gesehen, das Wurfmesser kommt ins Spiel, in meinen Augen auch sehr wichtig, besser als jede andere Ausrüstung, denn damit kann man wirklich wesentlich besser die Gegner ausschalten. Angenommen, man ist in einem Zweikampf verwickelt und plötzlich kommt doch jemand hinzu, das sind auch in meinen Augen ziemlich schlimme Situationen, man sollte immer den Zweikampf anpeilen, nie irgendwie einen Mehrfachkampf, und wenn ihr mal jemanden sieht, der sich gerade mit einem anderen bekriegt, dann wartet erstmal ab, knüpft euch erstmal den Gewinner des Zweikampfs vor, denn 1 gegen 2 mit dem Einsatzschild ist schon ziemlich schwer, und falls dann doch irgendwann mal so eine Situation kommt, dann benutzt euer Wurfmesser, denn ihr könnt einen schnell eliminieren mit einem gezielten Wurf und den anderen dann ganz normal mit dem Einsatzschild wegklatschen, wegwichsen oder was man sonst noch machen kann. Ich habe ja versprochen, dass ich ein paar Begriffe vom letzten Video in diesem Commentary erwähnen werde, weiß ich, wegklatschen, wegnatzen, wegschellen
oder was es sonst noch so gibt. Das sind jetzt die Worte, die mir so ganz spontan eingefallen sind. Von mir aus könnt ihr auch wieder ein paar neue Bedeutungen in die Kommentare posten. Dann, wer weiß, vielleicht kommen ja noch ein paar Schildnukes. Auf jeden Fall, ihr seht, ich bin immer direkt frontal gegenüber dem Gegner. Denn das ist in meinen Augen auch die beste Strategie. Man muss einfach sich das Ziel setzen, dass der Gegner vor einem steht. Man hat in einem praktisch Augenkontakt mit ihm. Und wenn man plötzlich von hinten angeschossen wird, dann dreht euch sofort zu den Schüssen um. Man guckt sofort in den Gegner hinein oder sonst irgendwas. Ihr seht hier, der Gegner lädt nach und hier schnell vorgesprintet und weiter wird geschossen. Immer wenn ein Gegner nachlädt, dann ist euer Moment gekommen, schnell zu sprinten und den Nahkampf aufzusuchen. Darum sind auch manche Gegner, die eine MG benutzen, ziemlich schwer auszuschalten, vor allem wenn sie wie verrückt auf euch reinschießen. Dazu gibt es aber auch noch verschiedene andere Personen, die einen ziemlich aufregen können. Mich persönlich regen auch die ganzen Sniper auf, die doch mit ihren komischen Kommando-Sniper-Skills einen doch schnell das Leben zur Hölle machen können, denn manchmal ist immer Kommando praktisch wie ein kleiner Held. Man messert sich um das Einsatzschild oder sonst irgendwas. Aber hier noch angemerkt, ich habe den Harrier und gleich den Chopper. Das heißt, ich verstecke mich hier ganz vorteilhaft. Legt euch auf jeden Fall auf den Boden oder mit dem Einsatzschild, das diesmal auf dem Rücken ist, auf die Außenseite. Denn manche Kollegen wollen euch dann von hinten messern, aber es funktioniert ja nicht. Denn wenn man das Einsatzschild trägt, ist man von hinten immer, ist man Resistenz vom hinterhältigen Messern oder fürs hinterhältige Messern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr mal im Nahkampf seid, habt keinen richtigen Nahkampf denn im Sinn, denn wenn ihr direkt vor dem Gegner steht, kann es immer mal wieder zu verschiedenen Komplikationen geben. Darum immer, wenn ihr einen Gegner schlägt, weicht wieder nach hinten, dann wieder schlagt ihn und dann wieder nach hinten, immer kurz vorstürmen, dann wieder ein paar Schritte zurück. Und sonst müsste das Ganze eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr seht, der Gegner will irgendeine Granate werfen, dann lauft sofort in seine Richtung. Denn er will oft eine Semtex auf euer Schild werfen. Das ist dann doch eine ziemlich häufige Todesursache. Mehr Tipps fallen mir eigentlich spontan gar nicht mehr ein, denn das Gameplay ist auch schon so gut wie zu Ende. Hier habe ich noch die Einsatzschild-Nuke und ja, deshalb möchte ich mich schon langsam mal sicher verabschieden. Hier knalle ich noch den Kollegen ab. Ich bin ja noch nicht sicher, vielleicht werden in der nächsten Zeit noch mehr Schild-Nukes kommen, Schild-Gameplays, vielleicht auf meinem Kanal oder woanders, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss.